Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch die besten Creative Practice Maps zeigen, die es zurzeit gibt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr auf jeden Fall gerne ein Abo da. Schaut natürlich gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt mich auch gerne meinen Creator-Code Wildcraft im Itemshop ein. Wenn ihr ihn jetzt einträgt, bleibt er dann auch noch bis zur neuen Season drin. Würde mich natürlich über jeden einzelnen Supporter auch da freuen. Ich werde euch jetzt als erstes die Maps zeigen, die man komplett alleine machen kann. Und danach werde ich euch auch noch ein paar Maps zeigen, wo man gegen andere Spieler spielen kann. Als erstes würde ich sagen, beginnen wir aber mit dem Skybox Aim Trainer, kennen wahrscheinlich die meisten schon. Auf jeden Fall ist es einfach eine Möglichkeit, wie man seinen Aim trainieren kann. Wie gesagt, ohne dass man irgendeine andere Person braucht, sondern man kann das ja immer komplett alleine machen. Hier gibt es dann ganz viele unterschiedliche Stages, wo man eben halt unterschiedliche Sachen trainieren kann. Also zum Beispiel seinen Shotgun Aim trainieren kann, SMG Aim, AR Aim trainieren kann. Und dann kann man hier auch noch unterschiedliche Ranges, das heißt auch auf unterschiedliche Entfernungen das Ganze trainieren. Und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um vor allen Dingen so als die Tracking-Aim zu trainieren. Für Shotgun-Aim kann man das aber auch hier ein bisschen trainieren. Trotzdem ist es nicht die beste Möglichkeit, das in dieser Map zu machen. Overall aber würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Ganze zu spielen. Vor allem, wenn ihr keinen Kovex habt oder zum Beispiel auf einem Controller-Spieler seid, wo ihr keinen Kovex benutzen könnt. Eine ausführliche Vorstellung zu dieser Map hatte ich euch auch schon mal hochgeladen. Ist schon ein bisschen her. Trotzdem ist das meiste davon auch immer noch stimmen. Werde ich euch einmal oben in der Infokarte verlinken. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur zweiten Map rüber. Die zweite Map ist der Raider Peace Control Kurs und dort gibt es jetzt auch eine zweite Version. Die ganzen Links zu den ganzen Maps werde ich euch auch einmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Also schaut da gerne rein. Und bei dieser zweiten Version gibt es jetzt ein paar neue Stages, die es hier drin gibt. Wahrscheinlich müssten auch diese Map die meisten schon kennen können. Es ist aber eine Map, wo man ganz einfach seinen Peace Control und auch natürlich dabei seine Adats trainieren kann. Hier gibt es dann eben halt wirklich ganz viele unterschiedliche Situationen, die auch relativ stark das Normal Game so repräsentieren. Und man muss hier mal versuchen, hier jedes einzelne Stück zuzubauen, so wie man es eben noch, wie gesagt, im Early richtigen Game machen würde. Und dann ist hier hinten eben halt ein Gegner drin, den musst du dann ganz einfach einmal komplett boxen und danach eben halt erst abschießen. Es geht halt nicht darum, den Gegner so schnell wie möglich zu killen, sondern den eben halt so gut wie möglich zu Peace Controlen. Und wie gesagt, trainiert natürlich neben dem reinen Peace Controlen auch die Edits und alles und würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, in die tägliche Warm-Up-Routine reinzunehmen. Mache ich auch schon seit Ewigkeiten und es hat mir auf jeden Fall unglaublich krass geholfen, aber Edits und Peace Control deutlich zu verbessern. Das ist auch auf jeden Fall eine Map, die man benutzen sollte, wenn man noch relativ schlecht im W-Keyen ist, weil Peace Control einfach eine der wichtigsten Sachen fürs W-Keyen ist. Also spielt diese Map auf jeden Fall. Wie gesagt, gibt hier 14 unterschiedliche Stages jetzt. Um einmal zurückzukommen, müsst ihr übrigens nur einmal emoten, falls ihr die Stages nicht zu Ende spielen könnt. Und hier findet man wirklich jede Situation, die man irgendwann im Normal Game irgendwann mal bekommen könnte. Zum Teil eben halt solche Mongol Classic Stages und alles weitere. Also versucht diese Map gerne mal selber aus und dann geht es direkt schon zur dritten Map. Und zwar haben wir hier als drittes den Infinity Crank Simulator. Ist ganz einfach eine Map, wo man freebuilden kann und der Vorteil ist es, wenn man einmal ganz oben ankommt, man eben halt automatisch nach unten gekickt wird und alle Builds resettet werden und dadurch kann man eben halt wirklich unendlich cranken. Ist sehr, sehr effektiv, um eben halt wirklich so viele Edits und Builds wie möglich zu placen. Wahrscheinlich machen das hier die meisten schon in irgendeiner 1v1 Map oder so. Aber dort hat man, wie gesagt, halt den Nachteil, dass wenn man oben angekommen ist, man meistens dann runter springen muss, alles wieder abbauen muss und so weiter. Und das ist natürlich hier etwas nicer, wenn man einfach durchcranken kann. Und ist auch eine Map, die ich daily in meiner Warm-Routine drin habe. Viel mehr gibt es eigentlich auch wieder nicht zur Map. Ist wie gesagt halt einfach nur eine Map zum Freebuilden. Und dann geht es jetzt schon zu den Maps rüber, wo man eben mal Mates braucht. Und da haben wir hier als erstes die Finest Realistic 1v1s. Das gibt es auch in einer Version, wo man noch gegen andere spielen kann. Also entweder 1v1s machen kann oder auch 2v2, 3v3s und alles weiter machen kann. Und man kann hier auch direkt in Matchmaking-Portal reingehen. Hier, wenn ihr in dieses Matchmaking-Portal reingeht, könnt ihr übrigens auch noch zu anderen Maps, wie zum Beispiel der 1v1 und 2v2-Map kommen. Aber auf jeden Fall ist es hier eine Map, wo man 1v1s aber in einer realistischeren Version trainieren kann. Man spielt eben halt mit relativ normalen Waffen und auch an normalen Locations, also hat Häuser, hat Loot da drin und hat eben halt normale Mats, das heißt, man hat nicht Infinity-Mats, man muss immer darauf aufpassen, dass man genug Mats hat, hat nicht unendlich Heal und alles weitere und ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, um da ein bisschen was zu trainieren. Trotzdem würde ich euch empfehlen, hier nicht zu lange drin zu bleiben. Bringt zwar ziemlich viel Spaß, meiner Meinung nach, die Map zu spielen, aber es ist dann immer doch nochmal was anderes als das Normal Game und wenn man immer hier zu lange drin hängt, dann wird man immer nicht wirklich besser werden im Normal Game, aber gerade zum Warm-Up ist auf jeden Fall eine Map, die ich euch empfehlen würde. Dann haben wir als nächstes eine der neuesten Maps und zwar sind das die 50 Player Zone Wars Maps. Davon gibt es ja auch mittlerweile eine Duo- und Trio-Version oder eben halt hier die ganz normale Solo-Version. Würde ich euch nicht
nicht empfehlen, hier mit den Matchmaking-Portalen zu machen. Geht natürlich auch, aber geht da lieber über Discord-Server. Ich hatte euch gestern auch schon ganz wieder zu hochgeladen, wie man das Ganze richtig spielen kann, dass man auch bessere Mates bekommt, beziehungsweise bessere Gegner bekommt. Wenn man hier drin spielt, dann wird man immer nicht die allerbesten Mates bekommen. Ist aber auf jeden Fall sehr, sehr gutes Scrim-Practice, also für Endgame eben halt gedacht, dass man dort richtig gut wird und ist auf jeden Fall mittlerweile einer der besten Trainingsmöglichkeiten. Vor allem, wenn man ein besserer Spieler ist und gerade sowas wie Early Game und Mid Game schon alles sehr, sehr gut kann, dann ist das die nächste Stage, wo ihr trainieren solltet. Dann kommen wir noch zu allerletzt zu zwei Maps, die jetzt nicht ganz so typisch sind dafür, dass sie eigentlich gute Practice-Maps sind. Und zwar ist es einmal BHE 1v1 Buildfights. Und zwar wollen wir hier gar nicht die 1v1-Version davon haben, sondern die Version, wo man gegen 9 andere Spieler spielt. Das ist nämlich tatsächlich relativ praktisch dafür, dass man immer so zum Warm-Up ein bisschen Aim trainieren kann. Und obwohl natürlich die Gegner da dann relativ schlecht sind, also man wird jetzt keine Pro-Player da drin erwarten, sondern es sind ja eben halt hauptsächlich relativ schlechte Spieler, die aber eben halt trotzdem teilweise etwas können. Und man hat eben halt sehr, sehr häufig 1v2-Situationen, wo man eben halt gegen mehrere gleichzeitig spielt. Und dadurch kann man halt sehr, sehr gut die ganzen Fights trainieren, vor allem solche Fights, die man häufig in Arena hat. Und dafür ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Würde ich euch empfehlen, auch ab und zu mal zu spielen. Und es bringt auf jeden Fall auch extrem viel Spaß, wenn man da immer teilweise so gegen 10 Leute dann mehr oder minder auf einmal immer drauf geht. Und dann kommen wir nochmal zu allerletzten Maps, die ist so ähnlich, sind aber keine Buildfights, sondern Boxfights. Und hier spielt man eben halt gegen 16 unterschiedliche Spieler, kann man eben halt wieder ganz normal ins Matchmaking reinqueuen und kann eben halt, wie gesagt, anstatt wie vorher die Buildfights, jetzt eben halt Boxfights trainieren und ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Methode dafür, um eben halt solche Fights zum Beispiel im Early Game trainieren zu können. Man findet hier auch instant eigentlich Lobbys und hat eben halt hier auch wirklich alle Waffen, die es zurzeit so im Game eigentlich drin gibt. Und wie bei der vorherigen Map auch schon, sind die Gegner jetzt nicht komplett gut hier drin, sondern man wird eben halt so ein paar mehr Casual-Spieler drin finden. Aber trotzdem ist es eben halt schon ein relativ effektives Training und wie schon bei der vorherigen Map, gerade für so etwas eben halt auch wie Aim trainieren, sehr, sehr empfehlenswert. Das war es dann auch schon soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir hoffentlich heute Abend den Trio Cash Cup zocken, wenn ich noch ein Trio finden sollte. Ansonsten 50 Player Sonos werden wir dort zum Beispiel auch hosten und dann hoffe ich, sehen wir uns dort oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.